Bienvenue sur Djerba TV, Djerba Magazine. Nous sommes à la Griba, au Riyad, à Djerba en Tunisie, en 2015. Les festivités de la Griba, vos sentiments? Mes sentiments? Vos sentiments, qu'est-ce que vous sentez ici? Disons, moi, je vais régulièrement faire le pèlerinage de la Griba, mais bon, je travaille attaché de presse dans le quartier en Allemagne, j'avais des journalistes allemands. J'ai déjà fait beaucoup de pèlerinages et il y a encore plus de temps de le faire cette année. Je me sens bien ici. J'adore cette fête. Cette fête, je suis chrétienne. Mais j'adore parce que tout le monde peut participer au rite et j'adore cette ambiance tellement spécifique. Moi j'ai bien de montrer à tout le monde, c'est quelque chose à voir, ça fait avec de Germain, moi j'adore. Merci beaucoup, bon six jours, merci. Merci Aïchek. Alors, I'm a travel journalist. Vous pouvez parler en allemand? Oui. Un mot en allemand. Sehr viel unterwegs in anderen Museen, viel in Tunesien. Und ich finde es faszinierend, wie die Religionen zusammenkommen. Es ist in Spanien genauso wie hier. In Cordoba vor allem findet man im Prinzip ein jüdisches Viertel, ein christliches Viertel und ein mohammedanisches Viertel. Die leben alle total zusammen. Und das macht für mich einfach den Flair aus. Sagen Sie uns, wie fühlen Sie sich hier in Tunesien? Ich bin sehr oft in Tunesien und ich fühle mich hier einfach wohl, weil ich denke, die Welt gehört allen und man sollte keine Unterschiede machen. Und ich fühle mich hier sehr wohl, es ist einfach nett, die Leute sind nett. Am liebsten bin ich in Sidi Bou Said, aber Djerba ist auch wundervoll und ja, es ist einfach eine Atmosphäre, auch in dem Zug, ich fühle mich einfach wohl hier. Ich glaube, ich habe arabische Wurzeln oder maghrebinische Wurzeln. Ich glaube auch. Sie sind mittlerweile Djerbianerin. Eingebürgert irgendwie. Und nach diesem Trip, fahre ich nach Marrakesch und mache dort eine Geschichte, aber ohne Andrea, zusammen mit meinem Freund. Und da geht es dann die Jardin von Saint Laurent und da schauen wir uns eben diese Ausstellung an, die Jardin Majorelle in Marrakesch. Vielen Dank, alles Gute. Dankeschön. Vielen Dank.